Moin Freunde, mal wieder willkommen in meiner Werkstatt. Heute geht es mal wieder weiter nach ein bisschen einer längeren Pause mit der Trümmerlotte. Ein bisschen was hat sich ja getan. Nicht viel, aber so ein paar Sachen habe ich schon gemacht. Was gemacht ist, zeige ich euch eben fix. Zunächst einmal haben wir vorne die komplette Felge erneuert. Narbe, neue Speichen, aber der alte Felgenring, den habe ich aufgearbeitet, hat total verrostet, geht aber wieder. Da haben wir das Schutzblech montiert. Das sind Schutzblechstreben, die vergammelte Narbe hinten, aufgearbeitet. Bisschen poliert, nur eingespeicht, Felgen drin bekommen. Hier sind die Stoßdämpfer getauscht hinten. Es gab einen neuen Sattel. Der Bremse- und Gashebel wurde überholt und wieder gangbar gemacht. Vorne eingehangen und funktioniert sogar. Aktuell ist die Eierlampe noch ohne Funktion. Innenleben kommt noch. Aber sie besitzt den obligatorischen Schalter. Der funktioniert noch. Heute wollen wir noch ein paar Sachen montieren. Ich habe hier noch so ein bisschen was in der Kiste von Bruchteile.de geschickt gekriegt. Ein paar Ersatzteile für die Eierlampe, ein Spiegel. Ja, Gepäckträger, so ein bisschen was montieren nach Feierabend und ach ja, Spiegel, Klingel, für die österreichischen und Schweizer Zuschauer Glocke genannt und dann wollen wir mal loslegen. Benzinhahn, Dichtung drüber, diese Seite muss zum Tank zeigen. Achtung, links Gewinde, das heißt beim Ansetzen auf die Benzinhahn links rum, einmal nur kurz leicht andrehen, einsetzen, wichtig den Hahn vorher auf Close stellen, zur Orientierung und dann drehen wir ihn rechts herum fest, ausrichten, dass er gerade ist, jawohl, 14er Schlüsselweite. We'll be right back.
So, Freunde, haben wir es geschafft heute. Ein paar Sachen haben wir erledigt, am Moped haben wir geschraubt. Ich bedanke mich erstmal für euer Interesse. Dann noch ein Hinweis in fast eigener, fremder Sache. Schaut mal bei den Mofasters vorbei. Ich versuche das mal hier oben einzublenden. Ansonsten gehen wir mal zum Moped und dann gucken wir mal, was wir dann gemacht haben. Und schaut euch das gemeinsam mal mit mir an. Viel Spaß und alles Gute. Ciao, euer Frank.